Ich habe es geahnt. Vor ein paar Wochen, als wir den fremden Edelmann auf der Lichtung beraubten und erstachen. Sein Schwert und sein Ring trugen das gleiche Zeichen. Mein Name ist Patrick. Ich verkörpere in dem Theaterstück Der letzte Bischofsteiner eine Parabel. Den Bischofsteiner, mein Charakter in dem Theaterstück ist, ich bin ein Herrschsüchtiger, seine Ritter unterdrückender Raubritter. Scharf weht er durch das Geäst. Doch nun stürmt er durch dein Fleisch, alter Mann. Ich bin der Wind, der durch das Werratal fegt, vor dem sich Bäume und Bauern fürchten und biegen. Wenn noch jemand von euch vorhaben sollte, den Eid zu brechen, dann soll er jetzt gehen. Ich dulde es nicht, wenn man mich respektlos behandelt. Hallo, ich bin Matthias Murk, der Georg in den letzten Bischofsteiner die Parabel. Ich bin ein Gefolgsmann von Dietrich Vogt von Bischofstein. Ein wahrer Golem, mein treuer Georg. Lass ihn jetzt zufrieden. Ich bin Theresa und ich spiele im Stück die Hilda und das ist die Schwester von Bischofsteiner. Du hast dir die Suppe eingebrockt. Nun löffel sie selber aus. Und geh mir aus dem Weg, Falb, sonst mache ich deine Tochter zur Feuerwehr. Georg! Also ich bin der Ralf, spiele den Kalle, habe eine kleine Auseinandersetzung mit dem Bischofsteiner, der daraufhin den Georg hinter mir herschickt und mich praktisch um die Ecke bringt. Wir haben bewiesen, dass sie stark genug sind. Sie werden uns einfach überrennen. Halt dein verdammtes Maul! Das, was Georg am Auge hat, das habe ich ihm verpasst. Ihr wollt angreifen? Ein Heldentod, wie er im Buche steht. Was gibt es denn für einen schöneren Tod? Für einen richtigen Mann? Was machen wir mit den Weibern? Oh, ich glaube, ihr kennt unsere Frauen schlecht. Also ich bin die Regina und in dem Stück bin ich die Helga, die Mutter von Bischofsteiner und auch die Mutter von Hilda. Und ich habe verdammt viel zu tun, meine hübsche Tochter vor den schlimmen Rittern zu beschützen. Ihr habt meinen Vetter umgebracht, seine Burg in Asche gelegt und seinen Leichnam verstümmelt. Mein Vetter und seine Leute gegen einen lahmen König. Ich denke, wir sind quitt. Zieht ihr das Angebot zurück, dann seid ihr ein wahrer Feigling. Stick to your words, or your heat will be stuck on the lands. Wir müssen bereits auf der Hälfte des Weges gewesen sein. Aus dem flachen, sumpfigen Land formte sich ein Gebirge, das meilenweit mit dichtem Wald überzogen war. Wir kamen nur schwer mit den Pferden vorwärts. An manchen Stellen war der Wald so dicht, dass man selbst am helllichten Tag kaum etwas sehen konnte. Im Stück spiele ich den Erich. Ich bin der Knappe des Königs und ich habe dort die Aufgabe, den König zu begleiten auf seiner Reise in die Alpen und muss mit anschauen, wie der König ermordet wird. Und später berichte ich dann der Königin davon. Plötzlich kamen vier Riesen aus dem Gestrüpp gesprungen, einer gewaltiger als der andere. Und noch bevor ich mein Schwert ziehen konnte, packten sie mich. Und ich fürchtete, dass sie mich mit ihren Pranken auseinanderreißen würden. Meine Königin, verzeiht meine Königin. Wo ist Edward? Mein Name ist Elvira. Und ich bin die wütende, keifende englische Königin Margarete. Ich will ihm persönlich seine deutsche Haut abziehen und ihn an die Schweine der Bauern verfüttern. Macht das Heer bereit und bringt mir meine silberne Rüstung. Ich bin die Christine und ich bin die Hofdame der Königin und heiße Dorothee. Mein Name ist Doris. Ich spiele die englische Hofdame Christine. Und habe eine etwas engere Beziehung zur Königin. Man erzählt sich, Ritter John. Erzähl ruhig weiter, der versteht kein Wort Deutsch. Lag mit der Küchenmagd im Stroh. Mein Name ist Sabine, ich spiele auch eine Hofdame mit Namen Barbara. Und wir sind so für die Klatschgeschichten auf dem Hof zuständig, auf dem Königshof.
Aber glaubt mir, meine Lieben, bei Hofe erzählt man schon seit langer Zeit, dass die Magd nicht nur die Vorzüge einer warmen Küche genießt. Ach, deine Witzchen kannst du dir in deine irische Pfeife stopfen. Aber ich würde genauso viel bezahlt. Bedeutet das, ich habe jetzt Urlaub? Verpfeif dich! Ich bin Paul und ich bin die englische Hofnarr und ich belustige die Königin und so weiter. Und tja, mal schauen mal, wie es ausgeht. Ne? Da. Wollen Sie sehen? So fand ich das Bowling. Unsinn! Ich erzähl dir die Geschichte. Kann das auch Comedy sein? Das kann sich das Publikum noch selber aussuchen. Die Bischofsteiner sitzen und trinken. Ja, sie saufen. Meinetwegen, sie saufen. Das ist doch das, was sie für gewöhnlich tun, wenn sie nicht morden und brandschatzen. Kinder, komm an, treten! Drei, vier. Ich bin Katharina und spiele einen Ahn und ein Kind. Ich bin Annalena Obertür und spiele einen Ahn und auch ein Kind. Die Ahnen, die bringen den toten König in das Reich der Toten. Ja, und sind halt Geister. Die Kinder, die laufen über eine Wiese, freuen sich, weil sie seit dem Ersten in den Westen dürfen und erobern einen Turm, wo noch ein Wachsoldat aus dem Osten lebt. Ida. Schön. Und wer bist du? Oh, natürlich. Martin Bischof. Ida, daran darfst du nicht denken. Mir kommt das auch alles vor, als wäre es ein schlechter Traum. Aber durch dich wird er wieder gut. Und deswegen will ich gar nicht so schnell wieder aufwachen. Ich wünschte, wir wären uns in einem anderen Leben begegnet.